Die Schwächer der Wirtschaftstreibenden freuten sich, dass die lange Nacht der Wirtschaft nach einer Pause endlich wieder stattfinden konnte. Und auch in diesem Jahr stand der entspannte Austausch unter Gleichgesinnten im Vordergrund. Die Bezirksstelle freute sich, nach einer zweijährigen Pause bei der 12. langen Nacht der Wirtschaft wiederum Gäste begrüßen zu können. Schließlich bietet dieser Abend seit jeher eine perfekte Gelegenheit zum Netzwerken und die Möglichkeit, vorhandene Kontakte zu stärken und neue zu knüpfen. Es verbirgt sich dahinter, dass sozusagen die schon Tradition in ganz Niederösterreich am gleichen Tag in allen Bezirksstellen unsere Mitglieder und Unternehmer eingeladen werden, damit man sich einfach austauschen kann und netzwerken kann. Das hat schon Tradition und ich glaube jetzt gerade nach der Corona-Pandemie, nach 2,5 Jahren, freut sich jeder drauf. Mir taugt es wirklich, weil die Zeit, wo wir nicht persönlich halt miteinander kommunizieren können, war eh sehr lange. Die Highlights sind natürlich einmal, dass wir uns hier untereinander vorstellen, dass wir die Funktionäre dementsprechend präsentieren und dass es dann ein vergnüglicher Abend wird, wo man sich eben untereinander austauschen kann. Was glauben Sie, macht denn generell die Schwächer der Wirtschaft aus? Die Schwächer der Wirtschaft ist natürlich geprägt durch Big Player wie Flughafen, OMV und Brauerei und so weiter. Es gibt aber auch viel Mittelstand und natürlich viele EPUs, insgesamt über 5.600 Betriebsstätten. Und das ist genau das, wo wir ansetzen. Wir haben hier Gründerberatung, wir haben Beratung für alle Wirtschaftstreibenden. Ja. Wir sind in Schwächert an sich relativ glücklich dran, weil wir doch von den Betrieben her gut aufgestellt sind. Wir können viele Arbeitsplätze anbieten und daher ist Schwächert sehr lukrativ, auch von den Zuzügen her. Wir haben in den letzten Jahren viele neue Einwohner gewonnen, die gerne nach Schwächert kommen, und Schwächert bietet auch als Stadt wirklich einiges Lebenswerte, und das ist sehr schön. Die Schwäche der Wirtschaft ist wahnsinnig groß, wahnsinnig stark. Ja, wir haben wahnsinnig tolle Unternehmer und Unternehmerinnen bei uns im Bezirk. Und ich glaube, wir haben es als so eine vielfältige Unternehmerinnenlandschaft. Es ist einfach großartig da. Jeder von uns hat damit Leben gelernt, über irgendwelche Videotools, über Zoom, über Skype, wie sie alle heißen, zu kommunizieren. Nur was man halt über Video nicht mitkommt, sind so wirklich die Emotionen des Menschen, und die kriegt man nur hautnah in der persönlichen Kommunikation mit. Auch während der Corona-Pandemie war die Bezirksstelle immer besetzt, jetzt nicht zugänglich natürlich für Kunden, aber wir haben es geschafft durch ausgeklügeltes System, dass immer 2 Mitarbeiter da waren. Das heißt, wir waren für unsere Mitarbeiter während Corona da, und das hat man sehr stark gesehen. Also im Vergleich zu 2019 ist die Anzahl der Kontakte, der Mitglieder, die von uns was braucht haben, um 25% gestiegen. Hat natürlich mit Corona zu tun, mit Nachfragen zum Thema Härtefallfonds, zum Thema Kurzarbeit. Also all diese Dinge, die die Wirtschaftskammer an Hilfsleistungen initiiert hat, haben natürlich sehr viele Fragen aufgeworfen, und ich bin sehr stolz und froh darauf, dass wir in der Zeit auch für unsere Mitglieder haben da sein können. Wie glauben Sie, steht es denn momentan um das ganze Thema Wirtschaft? Wie wäre Ihr Eindruck? Puh, schwer zu sagen, es ist ziemlich durchwachsen. Es gibt halt Branchen, die leiden sehr, und es gibt Branchen, die haben halt ein bisschen profitiert. Deshalb kann man das in Zeiten wie diesen leider nicht über den Kamm scheren. Ja. Was möchten Sie persönlich jetzt von den heutigen Gesprächen hier mit nach Hause nehmen? Naja, ich persönlich bin eigentlich hier, damit ich wieder alte Bekannte und Freunde treffen kann. Das ist mir natürlich sehr wichtig, Funktionärskolleginnen und Kollegen beziehungsweise aus den Gemeinderäten und natürlich aus der Wirtschaft. Als Frau in der Wirtschaft, Landesvorsitzende, ist es mir natürlich auch wichtig, wie es den Unternehmerinnen gegangen ist, als heute der Zeitpunkt oder eine Möglichkeit, da mal abzufragen, wie es denn die letzten Monate so gegangen ist, wie es wirtschaftlich geht, und das möchte ich heute mitnehmen. Ich glaube, ich möchte nur ein paar nette Gespräche führen mit Freunden, die jetzt seltener treffe, und da ein bisschen Erinnerungen auffrischen. Erstens einmal nach langer Zeit wieder gesellschaftlichen Anlass und Zusammenkunft und von Angesicht zu Angesicht sich austauschen zu können und natürlich die alten Netzwerke wieder aufleben zu lassen.